RIP TV. Genau. Rest in Peace TV, aber fein. Ganz schön fein. Wir sind Mastertech und wir freuen uns, mit euch zu spielen heute Abend. Und wir hoffen, wir gehen anschließend noch dann ein Trinken zusammen. Wir sind aus dem Saarland, ihr seid aus der Pfalz. Trotzdem verstehen wir uns wunderbar. Wir werden jetzt hier eine neue Revolution schließen und den Pakt zwischen den Saarländer und Pelzer enger schließen. Amen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Amen. Okay, danke. Heute Abend im Gloria Kulturpalast in Landau. Kurzer Schwenk. Alles Retro. Ja, ja. Und zack, war ruhig. Hast du gesehen? Ja. Die ganze Zeit schwätzen sie im Hintergrund. Und wer ist denn das, wo? Aber ganz kurz, irgendwie ist das im Hintergrund, das ist okay pelzig, was die babbeln, oder? Oder was ist denn? Wir machen gerade mal kurz einen Schwenk über die Reihe. Was ist und dann sehen wir die Stars von Mastertech. Saarländer. Die bei The Voice of Germany mitgemacht haben und mir ja bekanntlich bei Biggest Loser. Wir haben Potenzial. Und das spielen wir heute oben voll aus auf der Bühne. Ja, die Bühne sieht ja schon richtig fett aus. Die Bühne ist richtig groß, ja. Ich habe noch Ersatzschlagzeug hingestellt gekriegt. Dann haben wir Bassanlage, die vollkommen wieder... Gruß an der Harry, danke. Dann haben wir noch zwei, drei Gitarren und vor allen Dingen auch eine akustische Gitarre heute Abend. Das hat sich der, wo ist er jetzt, der Christoph? Jetzt ist er raus. Ja. Nee, ich meine den anderen Christoph. Drei Christoph. Ja, genau. Richtig, der Dame. Der Sebastian, der hat sich das extra gewünscht. Da kommt er, siehst du, wenn man vom Teufel redet. Er hat sich die akustische Gitarre gewünscht, weil das früher ein Hobby von ihm war. Da kann man nämlich immer so gut die Ostereier durchstricken. Es ist ja schon bald wieder Zeit. Wir spielen als zweites heute Abend, das liegt da dran. Als zweites. Ja, als zweites. Das ist genauso wie beim letzten Wettbewerb, den ich ausgesprochen habe, wo ich gesagt habe, die Gewinnerin, die kriegt mich als erstes und drittes. Genau. So, also wir spielen heute Abend als zweites und als viertes. Und ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Ich zeige mal kurz die Niveaukurve dann des Abends, die geht dann so hoch. Dann kommt Feinripp und dann kommt wieder Feinripp und dann ist auch schon Schluss. Danke. Also ich würde sagen, wenn man so ungefähr 4 Stunden lang die Zähne beißt, dann hat man das geschafft. Gut. Dann ist die Linie komplett auf Null. Was ich gut finde, ist, dass wir tierisch teure Technik da am Start haben. Vielleicht schneidest du das neu oder lachst vielleicht ein bisschen schneller hin. Wir haben bloß 19 Minuten. Stimmt. Finde ich fantastisch und genial. Ja. Siehst du da hinten, das ist der Cameo-Auftritt. Sie drängelt sich überall neu. Das ist ein Wahnsinn, gell? Die neue CD. Ob die neue CD? Die neue CD. Frau Perret, die neue CD. Ist rund. Sie wird schon rund. Ja, rund. Rot. Wird sie. Ja. Jedenfalls haben wir tierisch Technik am Start und auch Prominenz. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht, dann ist der oben total im Arsch. Und ich glaube, wir hätten besser das Promi-Box auf RTL geguckt, glaube ich. Ja. Und dann gebe ich zurück an die angeschlossene Buttertee. Danke. Herr Lappmann muss vom Schrank springen. Das ist nicht lustig, das ist einfach nur platt.